dann passt das generell nicht mehr da rein. Metallboden vielleicht? Nee, nicht gerade. Also komm, dann verwende ich mal so lange erstmal den Standardboden. Können wir das vielleicht färben? Man kann das ja färben. So ist es ja nicht. So, wir können das doch Felsen. Das ist irgendwie kacke, oder? Ich weiß es nicht, also irgendwie kriegt man den Boden auch nicht so hin, weil man kann diese Teile ja nicht auf diesem Boden platzieren. Weißt du was, ich baue das jetzt einfach erstmal drumherum. Und guck mal, wie es wird. Und wenn es nichts wird, dann ist das so. So, aber irgendwas werden wir da schon hinkriegen, denke ich mal. So, wir bauen die Wände jetzt hier einfach mal dran. Dann reißen wir die mal gerade wieder ab und machen stattdessen hier wieder so eine Geschichten hin und hier wieder so eine Geschichten und dann hier, obwohl wir könnten das auch noch größer ziehen, weil dann sieht das nicht so lame aus, so lame sozusagen, so, und dann müsste das da stehen, dann ist das zwar ein bisschen in den Felsen drin, aber das tut ja immerhin der Wand nicht weh. Zumindest noch nicht. So. Kleistern wir das hier einfach mal ein bisschen zu. Und pass mal auf. Vielleicht können wir dann doch ein paar, noch ein paar andere Sachen da reinmachen. Weil da können wir ja überhaupt nichts hinpflanzen, ne? Das ist ein bisschen doof. Machen wir das mal so. Ein weiterer Informationsstand kommt dann dahin. Was könnte man noch hier so in die Mitte machen? Eigentlich einen Geldautomaten, oder? Das ist eigentlich auch immer wichtig. Wichtig. Machen wir hier mal noch so einen Geldautomaten hin. Sozusagen ein Geldtomat. Und ich weiß nicht, ob die Leute da noch hinkommen, wenn man da auch noch, wenn man jetzt hier auch noch Informationsstände hinkleistern würde. Das weiß ich leider nicht. Machen das einfach mal so. Denke ich mal. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht wunderschön, aber man kann das auch halt nicht anders machen. Ja, das ist halt das Blöde da dran. Das geht nicht anders. Was willst du machen? Oder ich habe eine bessere Idee. Vielleicht machen wir den dahin. Pass mal auf, Geldautomat dahin. Und dann könnten wir hier vielleicht noch ein paar mehr Informationsstände hinmachen. Informationen. Zack. Hier noch einen hin. Falls mal viele Leute kommen, dann haben wir hier genug. Und dann machen wir noch einen, oder? Ja, wir können noch mal einen Schirmstand dahin machen. Gehen die Leute mit Sicherheit auch hin. Ja, okay, gut. Dann haben wir das. Da ragen ein paar Steine raus. Vielleicht machen wir den Felsbrocken hier mal weg. Und den hier vielleicht auch. Dann fehlt hier zwar so ein bisschen was, aber ich glaube, das ist nicht so wild. Dafür sieht das Gebäude ein bisschen besser aus. Und dann gucken wir mal, wie wir das erweitern werden. Wir können das ja ein bisschen mehrstöckig machen. Nee, da... Das geht nicht. Also, geht schon, aber... Looks like a fake. So. Ich finde das hier, das System hier ein bisschen komisch gemacht, also dass man jetzt auch hier so Eingänge nicht da einpflanzen kann.
Tür, Öffnung, was auch immer. Geht ja alles nicht. Das ist ein bisschen blöd irgendwie. So, dann gucken wir einfach mal. Das wäre vielleicht trotzdem einen schönen Eingang kleistern können. Ich weiß es nur nicht, wie geil das letzten Endes aussehen würde. So sieht das jetzt bisher aus. Schlecht ist das ja nicht. Grundsätzlich. Büroflachdach. Kannst du jetzt hier auch nicht bringen. Ich guck mal, was es hier noch so für Teile gibt. Hier könnte man ja aber so was Rundes machen. Wie sähe das denn prinzipiell aus? Ich weiß nicht, ob das so dahin passt. Wir können ja mal einfach. Das war London-Ecke 2. Dann müsste das hier auch. Ne, das war 1. Also müsste das dahin kommen. Ich probiere einfach gerade nur mal ein bisschen aus, ob das so aussieht. Wenn nicht, dann nicht. Irgendwie wird es schon aussehen. Denke ich mal. Und Häuser bauen, ja, das muss man auch in Rollercoaster machen. Also nicht im Rollercoaster, sondern. Weißt du schon? So, wenn jetzt hier London-Ecke nochmal dahin klatschen. Und vielleicht kriegen wir ja doch noch irgendwie ein hübsches Gebäude hin. Wer weiß. Vielleicht wird das ja doch ganz nice. So. Wieso? Ach, wir haben hier die falschen Teile verwendet. Nein. Die müssen es natürlich sein. Das ist ja auch wieder Genialität pur. Sowas fällt einem einfach nicht auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt so Premium-like ist. Das kann man auch wieder nicht hier hinbauen, ne? Gibt es hier irgendwie so ein. Ja, das passt hier ja super hin. Kann man hier sowas vielleicht dahin pflanzen, irgendwie als Eingang so ein bisschen. Der ist ein bisschen groß, der Eingang, wa? Aber was willst du machen? Sieht besser als überhaupt nichts aus. Kann man jetzt irgendwie hier sowas da drauf klemmen? Ohne dass es gleich bescheuert aussieht? Nee, das sieht leider bescheuert aus. Hier so eine Dachecke. Die müsste doch. Dann probiere ich das mal gerade aus, wie das aussehen würde. Ich habe in RCT3 eigentlich nie so Gebäude gebaut, aber irgendwie fehlt die Abwechslung immer mal. Dachkante. So. Na nü. Das sprengt sogar durch das Haus durch. Das ist nicht so gut. Meistens zumindest. Nein, so nicht. Ach, guck mal, man kriegt immerhin noch 15 Euro dafür. Da kann ich mir glatt noch einen iTunes-Gutschein kaufen. Yay! Und den werde ich dann in diesem Spiel einlösen, um mal ein bisschen andere Musik dahin zu kleistern. Ich hatte mir auch immer mal überlegt, man kann ja die Musik, also diese Standardmusik, die es hier bei den Attraktionen immer gibt, die kann man ja ändern. Ne? Das ist ja nicht so das Problem. Die Frage ist nur, die Frage ist halt nur, ist das dann so geil, beziehungsweise bringt's das? Weil fürs Let's Play eigentlich fast überhaupt nicht, weil du kannst ja nicht deine Lieblingsmusik verwenden. Die ist ja meistens GEMA-geschützt, also meistens, ne? Und da geht das dann das ist größtenteils dann einfach nicht. Hier sind hier auch cool, kann man das vielleicht benutzen und die.
gar nicht so kacke aus, passt aber nicht hier drauf. Oder machen wir doch nochmal hier so ein Teil da drauf. Ja, ein können wir noch, habe ich gehört. So. So, jetzt haben wir wieder Knick in der Optik. So wie wir das schon kennen. Mist. Geht doch da. Nein, 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 nein. Dankeschön. So hätte ich das gerne gehabt. Das ist immer ein großer Spaß hier mit diesen komischen Teilen. Da drehe ich doch lieber immer hier an dem Rädchen, als dass ich hier 100.000 Mal hoch und runter schieben muss. Alter. So. Hä? Moment, habe ich das jetzt falsch platziert? Uncool. Ich gucke jetzt mal hier. Hier habe ich das auch falsch rum platziert. Was auch immer. Was auch immer. So. Hier nochmal. Und dann müssen wir die jetzt nochmal platzieren. Lol, jetzt habe ich das zu tief gemacht. Sehr gut. Das hat einen Sonderpreis einfach verdient. Für den schlechteste, keine Ahnung, Konstruktion ever. Oder für die schlechteste Spielsteuerung ever. Ich hasse das. Hätte man auch irgendwie anders lösen können. Sollten, hätte. Fahrradkette. So. Jetzt haben wir 3 Stunden gebraucht, um das da hinzukleistern. Und jetzt sage ich, ach komm, reiß mal wieder ab. Nee, so schlecht sieht das gar nicht aus. Es sieht ein bisschen strange aus. Aber mir fällt gerade auf, wir bauen so ein bisschen das hier nach. Aber was soll's? Das fällt doch keinem auf. So, und jetzt bauen wir vielleicht... Passt das da drauf? Ich gucke einfach nur mal, wie es aussieht, wenn es nichts aussieht. Wir haben ja immer noch die rechte Maustaste, um das entsprechend wieder zu entfernen. Ich hoffe, wir werden diese Maustaste heute nicht so oft brauchen, aber jetzt schon wieder. So. Na komm, so. Dann brauchen wir nochmal das Teil. Es ist eine Spannung pur, immer diese Teile hoch und runter zu schieben. So sieht das nämlich aus. Zack. Na komm, na komm, na komm. Das war schon richtig. So. Jetzt würde ich sagen, dass wir da mal ein Dach drauf machen. Ein vernünftiges. Was haben wir denn hier prinzipiell für Dächer? Blenden wir das mal aus. Sagen wir mal, ich hätte jetzt gerne nur Dächer gesehen. Gibt es hier überhaupt so innere Ecke? Gibt es hier auch eine äußere Ecke? Warum? Es gibt eine Klimaanlage, ja, aber es gibt keine äußere Decke. Das ergibt gerade ungefähr so viel Sinn wie ein Bratkartoffel auf dem Klopapier. Nämlich gar. Ach doch, das ist eine äußere Ecke. Ich dachte, das sieht so aus wie, weißt du schon. Naja, gut. Dann ist das jetzt eine äußere Ecke. Aber das sieht dann auch wieder blöd aus, weil... Weiß ich nicht. Das so Genialität wäre. Gibt es hier auch so ein Spitzdach, also... Gibt's das? Vielleicht hier? Äußere Ecke. Oh, irgendwie nicht. So. Aber es gibt eine Klimaanlage, ey. Was zum Teufel? Ich weiß echt nicht, Naja. Gut. Was willst du denn machen? Ich guck mal gerade, wie das aussehen würde, wenn man jetzt einfach doch das Dach da drauf macht. Weil ich will ja jetzt nicht schon wieder ein Flachdach drauf machen. Das sieht dann im Endeffekt...